Hallo und seid gegrüßt. Ich bin Dennis und heute Face to Face. Wenn sich das bewährt, bleiben wir so. Wenn nicht, gibt es altgewohnte Videos. Also gebt euch Mühe und ich sehe das an den Zahlen, wie viel gucken. Und wenn euch das gefällt, mal Daumen nach oben. Heute gibt's das, was gestern übrig blieb. Wir müssen ja alle etwas sparsamer sein. Also dachte ich mir, machen wir aus den Hühnerbeinen von gestern noch was ganz Besonderes, und zwar Sandwich mit einer grandiosen Käsesoße, die ihr nie vergessen werdet. Also bleibt dran und seid gespannt. Und wir starten auch direkt mit unseren Hühnerbeinen. Das ist gestern Abend übrig geblieben. Hatten wir im Ofen gemacht mit Kartoffeln, war sehr lecker. Und ich mache jetzt grob das Fleisch vom Knochen und zerpflück das in kleine Stücke. Danach kommen wir auch schon zur Käsesoße, weil die braucht etwas länger. Dazu bereiten wir ein Wasserbad. Also ich habe jetzt einen Topf aufgestellt, da Wasser rein, das aufkochen. Und dann habe ich so ein Rührgefäß da oben drüber. Das ist eigentlich für Schokolade. Aber für die kleine Portion kann ich das nutzen. Ihr könnt aber auch eine Schüssel drüber hängen über das heiße Wasser. Und dann gießen wir etwas Milch auf. Ungefähr 50 Milliliter. Und dann geben wir schon unseren geriebenen Käse dazu. Ich habe gerieben alten Gouda, dann Cheddar-Käse und etwas Parmesan. Ihr reibt halt das da rein, was ihr da habt. Ich empfehle aber, dass ihr so ein bisschen Cheddar dort mit verwendet, weil der bringt Geschmack. Und der Gouda oder halt Scheibenkäse, wenn ihr da habt, so Aufschnittkäse, der bringt halt auch eine Cremigkeit. Ne? Also rin damit, und dann dauert das eine ganze Weile, bis der Käse da drin geschmolzen ist. Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Und für die anderen, die schon abonniert haben, recht herzlichen Dank. Wir sind jetzt schon bei 120 Abonnenten und das freut uns riesig. Ich packe jetzt noch ein paar Scheiben Käse dazu, um euch das mal zu zeigen, dass das auch funktioniert. Also wenn ihr Scheiben Käse habt, ob das jetzt Gouda oder Edamer oder ein anderer Käse ist, ist vollkommen Wurst. Funktioniert genauso. Der schmilzt da drin und verbindet sich mit der Milch. Und ihr seht, nach einigen Minuten wird das schon langsam eine Soße. Richtig schön cremig. Und ich gebe jetzt dazu noch eine Handvoll Zutaten. Hier habe ich jetzt geräucherten Chili, also Chiliflocken geräuchert. Passt sehr gut dazu. Wenn ihr normale Chiliflocken habt, da packe ich dann auch noch welche rein. Also rein damit. Und hier mein Lieblingstabasco mit Jalapenos. Sehr gut. Ne? Ihr könnt ja den Käse oder die Käsesoße einfach mal abschmecken. Und wenn es euch zu scharf wird, dann hört er halt auf. Ne? Nach und nach dazugeben. Und das rühren wir wieder ordentlich durch. Ich packe jetzt für meine Portion noch eine ordentliche Ladung Chili-Pulver dazu. Hatte ich euch ja vorhin angekündigt. Ich brauche das noch ein bisschen schärfer. Aber wie gesagt, ihr müsst für euch selber dosieren. Und das Rühren nicht vergessen. Immer fein rühren. Das soll ordentlich cremig werden. In der Zwischenzeit befreie ich schon wieder eine Zwiebel von ihrer Haut. Also irgendwie mache ich das jetzt jeden Tag. Zwiebel gehört immer dazu. Also wenn, also ich wüsste jetzt kein Gericht, wo keine Zwiebel dabei war. Zwiebel. Also Zwiebel von der Haut befreien und in grobe Stücke schneiden. Das müssen jetzt keine kleinen Würfelchen sein. Wir brauchen das ein bisschen gröber. Das Hühnchen ist ja auch grob. Also das Hühnchen ist in grobe Stücke zerlegt. Das wollte ich damit sagen. Das Hühnchen ist jetzt nicht grob, nur in grobe Stücke. Und ich rühre mal wieder die Käsesoße. Und so langsam gewinnt das an Konsistenz.
so wie wir es brauchen. Voll cool. Ne? Und ich mache das heute auch etwas ausführlich, gerade mit der Käsesoße, weil so viele geschrieben haben, das ist so schön, wenn man den Bratvorgang ein bisschen nachvollziehen kann und wenn man Details etwas länger sieht. Und die Käsesoße ist wichtig. Das ist das Wichtigste von dem ganzen Rezept. Und wieder Käse dazu. Ich gebe so lange Käse dazu, bis die Konsistenz erreicht ist. Und es wird. Es wird wirklich. Ich denke, es ist soweit und meine gusseiserne Pfanne, die ist schon wieder richtig heiß geworden. Ich habe den Boden mit Öl eingepinselt und röste jetzt von der Innenseite diese Toasties. Die kennt ihr bestimmt, ne? Die Toasties. Ihr könnt auch Toastscheiben nehmen, ihr könnt aber auch Baguettebrötchen nehmen oder Hotdogbrötchen. Grillt die auf jeden Fall von der Innenseite an, dass nicht sofort die Soße dort einsickert und die Dinger einweichen. Ne? Und wenn das schön braun ist, bei mir ist es richtig schön geröstet, dann raus damit. Und ich empfehle euch eine gusseiserne Pfanne, da könnt ihr solche deftigen Sachen richtig easy und gut machen. Und das bringt Geschmack. Und in die noch heiße Pfanne gibt es jetzt gleich noch die Zwiebel. Und die wird jetzt auch fein angeröstet. Und dazu verwende ich noch etwas süßes Paprikapulver. Und das Wenden nicht vergessen. Nicht da drin rumrühren, sondern versuchen die Zwiebel zu wenden, dass die von jeder Seite schön Farbe bekommt. Ich gebe jetzt in die heiße Pfanne noch etwas Öl. Wenn die dann braun ist und schön angeröstet, aber auch glasig, da entwickelt sie so eine schöne Süße, dann kann sie raus. Und schon kommen wir zu unserer Hauptzutat. Unser schönes zerlegtes Hühnerbein von Vorabend in die heiße Pfanne. Noch etwas Öl dazu. Und dann lassen wir das ordentlich schön in der Pfanne goldbraun werden, knusprig, aber auch noch etwas zart. Also es soll jetzt nicht übergrillt werden, sondern nur angeröstet und erhitzt. Gegart haben wir es ja gestern Abend schon. Und wenn ihr jetzt kein Hühnerbein oder Hühnchen von gestern da habt, ich habe das auch schon mal mit so einem Grillhähnchen vom Grillhähnchenmann, also von den Wagen, die meistens vom Supermarkt stehen oder ihr wisst genau, wo euer Hähnchenwagen steht. So ein Hähnchen, da das Fleisch ein bisschen reinzupfen, was noch übrig ist, ist natürlich auch wunderbar. Und jetzt, kurz vor Ende des Garprozesses, wenn euer Fleisch braun ist und knusprig, kommt die Zwiebel noch mit dazu. Das schwenken wir noch etwas durch, lassen die Zwiebel noch etwas Temperatur aufnehmen. Nun packen wir noch eine Handvoll Chilis oder Jalapenos zu unserem Fleisch. Ich habe jetzt welche aus dem Glas genommen, und zwar scharfe. Ihr könnt natürlich auch milde verwenden. Unsere Toast Patties werden jetzt mit der Käsesoße bestrichen. Da könnt ihr ruhig großzügig sein, umso mehr Käsegeschmack ist dann auf euren Sandwich. Die Unterseiten belege ich jetzt mit Gewürzgurkenscheiben und jetzt das Fleisch. Packt da drauf, was ihr drauf kriegt, macht das voll.
Ihr denkt immer, das muss nicht schön aussehen, das muss nur gut schmecken. Also einen Haufen drauf machen, richtig groß. Sehr gut. Ich brauche jetzt dazu, könnt ihr gerne weglassen, aber ich brauche und ich finde, geschmacklich ist das optimal, eine Barbecue-Soße. Und das ist auch eine mit Rauchgeschmack. Und davon gebe ich noch was auf den oberen Deckel, auf den linken und auf den rechten. Zu guter Letzt von der ganz tollen langgerührten Käsesoße einen ordentlichen Schlag über jedes Sandwich, über das Fleisch drüber, ordentlich verteilen, den oberen Patty drauflegen, fertig. Jetzt könnt ihr euer Sandwich genießen. Und wenn ihr da reinbeißt und dieser tolle Käsegeschmack von den gegrillten Chicken und den Gurken. Also ihr werdet es lieben. Wir lieben es, ihr werdet es lieben. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert den Kanal, betätigt die Glocke und macht den Daumen nach oben. Wir sehen uns und schreibt mal ein paar Kommentare, Mensch.